Bro. Antwort oder nicht? Nein, start mal. Was? The file GMX is a program pass, is a newer than a version in the profile pass. Mhm. Stimmt, hier kann ich die Musik nicht leiser stellen. Oder? Sonstiges. Da kann ich aber nur ganze Lautstärke leise stellen. Echt? Jo. Ich weiß ja nicht, ob man spielen selber muss. Jetzt muss ich auf Multiplayer oder was? Warte, ich muss das noch selber machen. Erstmal die ganzen Mods wieder in da rum. Ja, ich. Farm Simulator 2015. Ja. Spiel beitreten. Deutschland wahrscheinlich. Ja. So. Gibt es hier irgendwie eine Suchfunktion? Ja, Rumiat heißt es aber. Spielname kann ich auch irgendwie suchen, aktualisieren. Da ist er doch. Hast du ein Passwort? Verbindung, bitte warten. Soll es bei jedem Spiel sein, dass irgendeiner den Host stellt und der dann darauf Zugriff gewähren kann. Und ich sehe, dass manche Spiele da so umständlich über Hamachi und Co. oder boah, das regt total auf. Ja, ne? Man sollte sich aussuchen können, ob man auf einen öffentlichen Server, der praktisch gestellt wurde, spielen kann oder halt anders, weißt du? Start. Jetzt weiß ich nicht, was willst du machen? Willst du. Also, wir legen jetzt gleich los. Und zwar. Ach du Scheiße, ich muss meine Maus-Identitivität. Oh, kann ich nicht in Optionen? Na, Scheiße. Hast du keine Taste dran an deiner Maus, wo du das machen kannst? Ja, doch, die ist aber schon ganz oben. Man kann in-game noch die Sensitivität anstellen. Naja, aber das ist auch was. Oh Gott, sieht das schlecht aus.
Was? Ey, wenn ich jetzt die Wasserdetails bei The Crew sehe, und guck mir das hier an. Das ist, naja. So ist ganz klares Wasser. Los, komm mit jetzt. Cool, 3D-Shooter, ich kann sogar springen. Yeah! So, ich will Muss hier jetzt. einsteigen. Darf ich auch Einsteigen. welche abhängen? Dann die Frauenschlüpper müssen Wie da. steigt man denn ein? Auf E? Ganz normal? Ja, E, geil. ja. So, pass auf. Und jetzt drückst du Q. Uff. Ja. Genau, jetzt kommt es an. So, und jetzt Boah, ruckelt machen wir das. X. X. Nee, warte, ich kann nichts, weil es ruckelt bei mir total gerade. Und das ruckelt? Ja, natürlich ruckelt das bei mir. Also ich habe total Frame-Einbrüche hier gerade. Kann ich irgendwie aussteigen? Mit E. So ist alles ganz normal, aber sobald ich im Fahrzeug sitze. Da, jetzt ruckelt Echt? das schon wieder. Jetzt sitzt du im Fahrzeug, jetzt ruckelt das auch. Ach komm, hör auf. Ohne Scheiße. Der. Immer sobald einer ins Fahrzeug steigt, ruckt das ganz, ganz intensiv. So ist alles super und sobald einer ins Fahrzeug geht. Dann liegt das daran, dass ich den Server aussehe. Das ist ja krass. Ja. Nee, unspielbar. Hey, zu Kuh weiter, oder? Jetzt hänge ich hier fest. Keine Wahrscheinlich Ahnung, ist was das das für ein auch. Scheiß ist. Dann brauchen wir Jetzt ruckelt es wirklich. wieder. Hä? Wo bin ich jetzt? Jetzt bist du irgendwo im Dreck eingestiegen, wa? Hast getappt. Ja, weil ich gucken wollte, ob man irgendwo den Ping sieht. Kann ich dir ja nicht sagen. Gülle-Silo. Ja, da muss ich auf jeden Fall mal den Nico ansprechen, ob der den Server stellen kann, weil so ist ja echt scheiße. Der hat so einen Server, wo ich vorhin gesprochen habe. Der kann da alle möglichen Games kann da draufklatschen. Okay. Der hatte mir das mal angeboten gehabt vor längerer Zeit, dass wenn ich da Bock drauf habe, soll ich einfach Bescheid sagen, wenn er die Games da draufklatschen kann, dass er das alles stellt und dann wäre das ja super perfekt gerade. Stimmt. Muss ich mal drauf anhauen. Kann man denn da mehrere Spiele auf den Server aufklatschen, oder? Ja, das wird alles als Unterdatei gespeichert. Je nachdem, welches Spiel du installiert hast, kannst du da durchswitchen nachher. Der installiert dann die Hauptdateien. Sollten da Mods und so weiter mit drauf kommen, muss er die selber installieren. Der hat da so ein Unterverzeichnis. Stell dir es einfach so wie einen Ordner auf deinem PC vor. Nur auf dem Server halt. Und um den Server anzusteuern, gibst du halt die IP-Adresse von dem Server an. Den Namen und so weiter. Also können dann auch mehrere Leute verschiedene Spiele spielen. Richtig, genau. Das ist ja ganz gut eigentlich. Die Scheiße ist halt, dass sowas arschteuer ist. Hier der Cousin von Yaldir, der hat doch mal so einen Server gestellt gehabt. Und der hat erzählt, dass das so Normalsterbliche für ein Jahr, die können sich das kaum leisten. Je nachdem, was für eine Leistung der haben soll. Hast du einen Server mit 64 Mann, zum Beispiel für Battlefield 4, da kannst du wirklich tief in die Tasche greifen, ey. Deswegen holen sich das meistens irgendwelche Clans, weißt du, die sich die ganzen Kosten halt teilen. Und, ja. Nö, war der andere oder? Ja, was haben wir denn noch? Spiel abbrechen.
Nee, never ever. Infestation. Da warte ich immer noch drauf, dass die endlich die Karte freigeben. Weil dann werde ich auf jeden Fall da drauf sein. Wir haben gepatcht. Das. Hollywood. Ich finde es cool, dass du die alte Musik hier. GTA 4. Yeah. So, wann gibt's denn da eigentlich einen Multiplayer, ey? Bitte? Wo gibt es Multiplayer? In GTA 4. Gibt's da ihn oder nicht? Da gibt es einen Multiplayer, das wusste ich nicht. Hier. Bei mir ja nicht bei GTA 5. Freunde möchten dieses Spiel. Ist das so das Ding? Hello survivors, today we are bringing down the servers for a small holiday batch. Bla bla bla. Du It's kannst not unheard. auch Caliwood, holiday trees and loot added to Caliwood. Caliwood sign, St. Pavel, West Oaks, zweimal
in the stadium, Mail, Pier, Downtown, Colorado. New holiday trees at the airport. Holiday trees at the Superior Junction is no spawning loot. Die sollen eher mal den Server freigeben. Verstehe ich unten, warum sie das nicht machen. Bacon Fries. Bacon Fritten. Sehr lecker. Gesehen, Hirnsturz, der ist jetzt ziemlich oft in diesem neuen Space-Spiel drinne. Dieses Elite Dangerous. Ist überhaupt nicht meins. Da bin ich also sowieso total auf den Fischkopf. Bitte? Fischkopf. Mag ich. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass er aus Berlin kommt, oder? Oh Gott, geht ja nicht jetzt schon rauskommen. Für die Next Gen ist alles draußen, weißt du? Preview-Version von Dying Light. GameTube kann die Preview-Version spielen. Na toll. Ja. Yeah. GameTube. Advent, Advent, ein Zombie brennt. Let's play zur Preview-Version von Dying Light. Ab morgen auf GameTube. Oh, Gronkh hat wieder Starbound gespielt. Ja. Und The Forest auch, okay. Ja. Und.
Long da? Also, ist das so, ja. Ein völlig So übertriebenes long da. Intro. Wen spielt das denn? Staffel 3, Starbound. Ja, juhu, hey. Du musst schwenken, Tobi. Ich soll nach Lust. Ach so, ich muss Ja, nach spielt Lust. er wieder mit Tobi, Ja, okay. in echt. Was braucht man denn nochmal für eine Axt? Nicht Für schlecht, den Herr Armer. Specht. Für Armer 2 gibt es ja auch eine Daisy-Mod, wa? Das war das erste DayZ, was damals entwickelt wurde. Ja, ich sehe gerade, ist ja schon seit Februar 2013 Es draußen. gibt auch einen Mod, der heißt DayZ Epoch. Der ist nur für Arma 2. Der soll ziemlich geil sein. Ich hatte vor kurzem überlegt, weil ich so meinen Games-Ordner geschaut habe, dieses Breaking Point. Sagt ihr das noch was, wo wir damals unterwegs waren? Ja. Da würde mich mal interessieren, wie weit die da entwickelt sind mittlerweile. So, Breaking Point war ja auch von Arma 3, ne? Ich glaube, das war ein eigener Client, ich bin mir nicht sicher. Ach, jetzt ist er offline. Nico. Schade. Suchen aber unten Betten. Bitte? Betten sind bloß noch zwei unten. Was ist mit Stefan los? Der spielt er ja nicht. Kann ja sein, dass er irgendwas außerhalb von Steam spielt. Unglaublich. Zur Zeit bei Arma 3, nur Arma 3 hat er den durchspielt. Da gibt es auch schon voll viele neue Mod beziehungsweise Download-Content. Okay. Dann eigentlich mit Stomping Land. Gab's da mal wieder irgendwas? Keine Ahnung, ich hab's. Seitdem sich das Seitdem die letzte gar Mal nichts hat. deinstalliert hat, habe ich das gar nicht mehr Hat drauf. sich deinstalliert? Wir waren einige Games, die auf einmal aus dem Ordner raus waren. Okay. Ne, hier ist es doch. Da ist es ja wieder. Cool. Ist es doch. Genauso wie letztes Mal meine ganzen Favoritenspiele alle auf einmal unten in der Liste bei mir standen. Ich habe ja Spiele favorisiert, die ich installiert habe. Und die anderen, die Ja. grauunterlegten, habe ich unten. Und irgendwann gucke ich meine ganze Favoritenliste weg. Gibt bloß noch Listomping. sechs Server. Was? Ja. Audio. Hat sich auch nicht verändert, muss ich sagen. Fullscreen aktivieren. Audio.
Kann man gar nicht einstellen. Nee, du, so gut wie er nicht verändert. Wie kann man sagen. Oder? Ich kann doch gar nicht sagen. Ich bin gerade hier in den Einstellungen. Nee, da war ich schon beim letzten Mal gespielt. Ja, okay, das stimmt. Wir gehen hier mal auf den Brew Crew 1 Server. Brew Crew 1. Ja, ist der erste bei. Okay, bloß an die 6 Server, wa? Das ist echt krass. Ja, unglaublich.